Hallo lieber Stier und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 16. bis 22.10.2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten für deine neue Woche und wir gucken mal rein, was sie dir sagen möchten. Denk natürlich dran, es ist eine allgemeine Kartenlegung, also bitte nehmen sie nur an, wenn sie mit dir in Resonanz geht. Das kann ein magischer Satz sein, das kann die komplette Legung sein, das können Teile davon sein. Und wenn es dich nicht abholt, vielleicht dann eher das Video von deinem Aszendent oder deinem Mondzeichen, denn die haben wir ja auch noch, ne? Also, schauen wir doch mal, was wir hier für dich haben. Eine Herbstkarte. Wir haben den Kürbis, der um Produktivität bittet. Okay, es geht in dieser Woche ums Schaffen. Also guck mal, was das Umzusetzen gilt, wo du vielleicht eh schon dran bist, aber vielleicht sind es auch Sachen, die du so ein bisschen vor dir her schiebst, wo es jetzt darum geht, jetzt doch mal so in die Pötte zu kommen. Aber wir gucken mal, was das Tarot dazu zu sagen hat. Ah, vielleicht soll der ein oder andere auch eine Kürbissuppe kochen oder irgendwas mit Kürbis machen. Kann ja auch sein, jetzt hier zum Herbst. Ich mache mal die Kamera runter, dann kannst du mitschauen. Und übrigens, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute benutze, ne, ich habe die ja zwar mal hier stehen, aber so richtig gut sieht man es ja nicht. Also die findest du auch in der Infobox unter dem Video immer aufgelistet. So, was haben wir denn für den lieben Stier in der neuen Woche? Hier mit unserem Kürbis, 7 der Kelche. Ja, also der Stier könnte dazu neigen, sich zu verzetteln in der neuen Woche, weil einfach zu viel auf deiner To-Do-Liste steht, weil einfach zu viel auf einmal, naja, laut ruft und irgendwie alles wichtig zu sein scheint. Und da kannst du mal hinschauen, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil ja, hier haben wir es nochmal. Es ist halt einfach ein bisschen viel zu sein. Der Kopf ist so voll, man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Und wenn der Tag vorbei ist, dann denkt man sich, ey, mein Gott, ich habe so viel gemacht, aber so richtig geschafft habe ich nichts. Oder die wichtigen Sachen sind wieder liegen geblieben, weil Dinge, die auch mit anderen zu tun haben, irgendwie reingegrätscht sind oder wichtiger, vermeintlich wichtiger waren. Und hier kannst du mal schauen, dass du so ein bisschen zwischen Kopf und Herz und Bauch lernst zu unterscheiden. Denn der Kopf sagt vielleicht, ja, schaffe ich, ja, kriege ich hin, kann ich, kann ich, kann ich. Das mitfühlende Herz sagt auch bei jedem, der irgendwie anfragt, ja, na klar, mache ich das, na klar. Und gerade der Stier ist ja auch so liebevoll, der sagt ja auch seltenst nein. Aber dein Bauchgefühl scheint dir vielleicht doch zu sagen, pass mal auf, je mehr du gerade annimmst oder auf deine To-Do-Liste packst, desto weniger wirst du für dich selber schaffen. Und versuch mal Kopf, Herz und Bauch hier so ein bisschen in Einklang zu bringen, weil am Ende des Tages geht es auch darum, dass du deine eigenen Sachen voranbringst, indem du den Fokus auf dich selber hältst. Und ich schaue hier gerade, hier ist auch der Magier, der kriegt schon alles hin. Aber bitte achte darauf, dich nicht zu verzetteln oder dich ablenken zu lassen von den Wehwehchen anderer oder von was auch immer gerade dringlich erscheint und wichtig zu sein scheint. Halt mal bei allem, was du tun möchtest oder wo du Zusagen tätigst, erstmal kurz inne, um wirklich zu überprüfen, passt das? Schaffe ich das wirklich? Habe ich die Kapazitäten dazu? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, sag doch den Leuten, du, das mache ich dir gerne, aber vor nächster Woche wird es nichts oder vor übernächster Woche oder für Ende des Monats oder wie auch immer. Weil jetzt scheint es wirklich wichtig zu sein, das Augenmerk auf deine eigenen Sachen, Wünsche, Themen zu legen. Und du musst den anderen, wie gesagt, ja da gar nicht absagen, sondern es geht nur darum, Sachen einfach neu zu strukturieren, neu auf deiner Prioritätenliste einzusortieren. Und Dinge, die vielleicht früher nicht so wichtig waren für dich, sind jetzt aber vielleicht nach oben gewandert. Und andere Dinge, für die du immer zur Verfügung gestanden hast, wandern jetzt einfach weiter runter. Und das gilt es jetzt einfach mal so ein bisschen zu überprüfen und neu zu strukturieren. Und eben auch mal vielleicht so in Kontakt mit deinen inneren Stimmen zu gehen und zu sagen, ja, wie gesagt, der Kopf ist ganz oft so, klar, schaffe ich, mache ich dir. Das Herz ist so, na klar, helfe ich dir, logisch. Und dein Bauch sagt, map, map, Stier, du hast eigene Themen, du hast selber Sachen zu tun, map, map, nein, wir haben da keine Zeit für. Aber meistens ist die Stimme im Bauch die leiseste. Okay, also. Gucken wir mal, was wir als abschließende Botschaft für dich haben, lieber Stier. Wie du übrigens mit deinen inneren Stimmen kommunizieren kannst, sodass sie alle die gleiche Lautstärke haben, um da einfach nochmal in neue Klarheit zu kommen, zeige ich dir jetzt am Sonntag, am 22.10.
in meinem Tagesworkshop zum systemischen Aufstellen. Wenn du da Lust hast, melde dich an. Ich verlinke dir das auch hier unten in der Infobox oder auch am Ende vom Video kannst du direkt klicken hier auf den Bildschirm. Dann zeige ich dir, wie man das macht, dass man alle Stimmen vielleicht gleich laut stellt und mal wirklich die Antworten kriegt, die man so in sich trägt. Geniale Geschichte. Vielleicht hast du Lust, dann sehe ich dich am Sonntag. So, abschließende Botschaft. Ja, besser könnte es nicht passen. Lass den Anspruch los, perfekt sein zu müssen. Gelassenheit entsteht, wenn du die Dinge und dich selbst so sein lassen kannst, wie sie sind. Sie werden nie perfekt sein. Etwas so gut wie möglich zu machen, ist mehr als genug. Und das heißt aber auch, du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen. Du musst nicht überall hinspringen und alles gleichzeitig machen. Musst du nicht. Sortier deine Prioritäten neu. Bleib entspannt, weil auch so dieser innere Druck von, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, das muss ich noch machen. Das macht ja auch keinen Spaß, so durchs Leben und durch den Alltag zu gehen. Also guck mal, dass du da auch noch mal mehr Ruhe reinbringst und die Sachen vielleicht ein bisschen strukturierter abgehen, nach und nach erledigt werden können, statt 100 Sachen gleichzeitig oder eben auch mal schauen, was mit der Zeit sowieso obsolet wird, weil die Leute auf einmal die Sachen dann selber erledigt kriegen, wo sie sonst den Stier gerne für einspannen möchten. So, das war deine Botschaft. Ich hoffe, sie gibt dir ein bisschen Klarheit und ein bisschen Wegweisung für die neue Woche. Ich danke dir fürs Einschalten. Freue mich, wenn du auf Gefällt mir klickst. Und ja, vielleicht sehen wir uns Sonntag im Aufstellungsworkshop. Freue ich mich sehr. Alles Liebe, deine Denise.